weil nach dem Skiurlaub nicht nur meine kompletten Knochen broke sind, sondern auch mein Konto, darf Yvonne heute mir ein komplettes Fußballoutfit kaufen. Freust dich schon? Alles klar, ich hoffe, dein Geldbeutel ist ready, die Kreditkarte wird heute glühen, denn du gibst mir heute alles aus. Nein. Doch, ich brauche mal wieder ein Fußballoutfit, Freunde. Und Yvonne sucht mir heute die passenden Sachen. Styleberatung bei Yvonne LCR. Hoffentlich suchst du besser Klamotten aus, als du Auto fährst. Alter, ich fahre voll gut Auto aus. Zum Shopping sind wir heute wieder nach Herzogenaurach gefahren. Die Kenner wissen es. Ich brauche noch meine Jacke, Alter. Hier sind die ganzen Sportoutlets, damit Yvonne nicht komplett pleite ist gleich. Erster Stop ist Adidas. Natürlich muss es heute schneien. Seht ihr? Pyramid ist Schnee. Yvonne traut immer noch diesen pinken Predatern hinterher. Auch heute sogar mit einem passenden Hoodie. Aber für mich werden wir heute auch noch Fußballschuhe finden. Aber du darfst natürlich aussuchen. Ja, Mann, die wollte ich letztes Mal, glaub ich. Nee, ich wollte die Unanders. Wenn du redest, das Einzige, was ich höre, ist... Was ist das eigentlich, Alter? Was ist das für ein Trikot, Mann? Was für YouTube-TV, Los Angeles Football Club? Muss ich aus Prinzip eigentlich kaufen, ne? Yvonne sucht mir jeweils zwei Fußballsachen raus, zwischen denen ich mich dann entscheiden muss. Fangen wir ganz oben an und enden bei den Schuhen. So, Yvonne stellt mich vor die erste Entscheidung, vor die erste Wahl. Also, einmal das. Eigentlich ist es fast das Gleiche, aber ist halt natürlich weiß und schwarz. Und Jessie hat noch einen Kragen. Ist halt auch ein bisschen besser, wenn es jetzt kalt ist. Du denkst an mich, weil du weißt, es ist kalt draußen, wenn wir drehen. Erste Entscheidung. Und ich entscheide mich für das. Das ist unnormal geil. Ich wusste es auch. Das ist unnormal fresh, Freunde. Ewig habe ich danach gesucht. Ein weißes zum drunterziehen. Kuss, Kuss, Kuss. So, wir sind fündig geworden. Das erste Teil ist da, beziehungsweise du bist fündig geworden. Ich hatte nur die Qual der Wahl. Und weiter geht's zu Nike. Ich würde sagen, einfach die. Die kommt mir gar nicht bekannt vor, auf jeden Fall. Also ich finde die cool. Mein Gott, Cristianos Hose, wo original sein Pimmel drin war. Doch, ich sehe das. Die hat doch da war sein Schniepi drin. Die nächsten zwei, einmal die hier. Was steht da drauf? Wasser, Wasser, Wasser. Und einfach eine graue Nike. Okay, also da brauche ich gar nicht lange überlegen. Das ist Barca, was habe ich mit Barca am Hut? Und da? Weil Cristianos Pimmel drin. Deswegen gib mal ganz schnell her, das ist meine Hose. Ich bin Cristiano 2.0, Freunde. Also jetzt, entweder das. Es ist schon wieder Barca. Ja, aber die Farbe ist halt cool. Ich hab dir gesagt, ich nehme kein Barca. Was ist dein Problem? Oder halt das. Junge, wie soll ich da drin Fußball spielen, Alter? Ja, ich weiß nicht, das ist nicht mein Problem. Du musst dich ja zwischen den zwei jetzt entscheiden. Boah, unehrenhaft. Also, welches nimmst du jetzt? Ja, Junge, dann muss ich das ja nehmen, Alter. Ja, oh mein Gott, du bist wirklich böse. Jetzt geht's zu den Schuhen. Endlich. Und man muss sagen. Oh, ja, okay. Erstmal, also ich finde die fresh und zweitens passen die halt auch jetzt zu dem Oberteil, das du ausgesucht hast. Das hast du ausgesucht. Du hast mich gezwungen, praktisch das zu nehmen, du alter Barca-Fan. Nur weil du Hass auf Ronaldo hast. Okay, ich habe jetzt zwei Schuhe gefunden. Einmal den. Oh, blacked out. So schwarz, welche kannst du immer tragen, weißt du? Und dann, weil du jetzt das Oberteil ausgesucht hast. Das war's immer noch, du. Boom, boom. Oh, auch fresh. Passen halt perfekt zum Oberteil, ne? Kannst du so Combo machen, die Stars wie bei Burger Combo. Burger Combo, Grüße an Mo, den besten Tinder-Experten der Welt. Schwierig, ist schwierig, muss ich sagen. Da muss ich jetzt erstmal 30 Sekunden überlegen, Freunde. Ab in die Werbung. Spaß, gibt keine Werbung. Okay, die sind beide unnormal fresh, kann man nicht sagen. Aber ich muss mich entscheiden, am liebsten würde ich beide nehmen, aber... Ich nehme den, Freunde, ich nehme den. Der passt wirklich zu gut zu dem Oberteil, was ich eigentlich nicht wollte, aber ist geil, ja, ich nehme die, danke, danke, auf deinen Nacken, freut mich. Frage ist, ob der mir jetzt überhaupt passt, den du mir hier gebracht hast. Kennst du überhaupt also, meine ja, 44 bei Fußball. Boah, Moment der Entscheidung. Boah, ist gut eng, ja? Ja. Eng. Wäre geil, wenn es dir noch ein bisschen größer gäbe. Soll ich mal schauen? So. 45,5, wo bist du? Wo bist du? 43 und boom, noch mein Glück gehabt. Was hast du da für Operations? Eisenstollen, damit ich die auf dem Platz alle umtreten kann. Ey, wenn der jetzt nicht passt, ne? Dann? Dann bete ich, dass es 45 gibt. Besser? Ja, der ist gut. Ja? Around the world. Zack, zack, flick, flick over the Kujo. Bist du dumm? Ja, ist gut. Sieht auch fresh aus, muss ich ehrlich sagen. Bam, bam, bam. Wer bezahlt es jetzt? Du? Ich dachte, du gönnst einen. Fertig, wir haben es geschafft.
Outfit ist komplett, außen ist absolut Weltuntergang. Was ist jeder? Alter, wir waren 15 Minuten hier. Dein Auto ist komplett zugeschneit. Oh mein Gott! Ey, es ist echt... Beste Leben. 5 Sekunden diese Tür offen. Absolut reingedignet. Was? Okay. Ich habe noch nichts von den Sachen anprobiert. Zu Hause werde ich jetzt einmal alles anprobieren, mal sehen. Nur die Schuhe habe ich anprobiert natürlich. Okay, Boomer. So, und jetzt haben wir hier einmal das Outfit, Freunde, was die Wollen mir rausgesucht hat. Von oben nach unten. Willst du vielleicht runterfilmen? Nee. Du Kartoffelkopf, Alter, film mal diese geilen Schuhe, die du ausgesucht hast. Ohne mal, mal die Schuhe zu binden. Ich habe mir hier drunter noch mein neues Adidas Oberteil. Das ist auch super geil. Ich finde die Jacke nicht schlecht. Die Farbe ist cool. Boah, hier, das Ding wird mich so warm halten. Einfach vor allem das passende Ronny-Trikot auch drüber. Tut mir leid, David, dass ich enttäuschen musste. Aber bei dem Schnapper konnte ich auch nicht widerstehen. Und das Outfit hat die Ronny mir rausgesucht. Also mit dieser Jacke. Lasst ein Like da für den Part 2, wo ich Yvonne ein ganzes Fußball-Outfit zusammenstelle. Und wir sehen uns im nächsten Video.